Ich bin gefragt worden, ob ich eine Person aus der Bibel kenne, die für mich eine Hoffnungsgeschichte bedeutet. Mir ist dazu ein kleiner Mann eingefallen. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte von Zachäus, der auf den Baum gestiegen ist, weil er sehen wollte, wie Jesus war. Als Kind konnte ich das gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man zu klein ist, um über die anderen hinwegzusehen. Wenn die anderen einen nicht mitmachen lassen wollen und man unbeliebt ist. Und wie großartig, wenn dann ausgerechnet einer von den Großen oder sogar der Beliebteste kommt und dein Freund sein will. Und wenn das dann noch der Herr Jesus ist, dann erscheint die ganze Welt doch wirklich in den buntesten Farben. Das ist eine Sicht auf diese Geschichte, die ihre Berechtigung und Wahrheit in sich trägt. Heute habe ich eine etwas andere Sicht darauf. Denn wer da oben auf dem Baum sitzt, ist kein niedlicher, kleiner, armer und ungerecht behandelter Mann, sondern einer von der wohl miesesten Sorte. Ganz lapidar nennt die Bibel ihn einen der obersten der Zöllner und Reich. Um in so eine Position zu kommen, muss man schon ganz besonders korrupt, skrupellos, erpresserisch, machthungrig und gewitzt sein. Er dürfte einer der meistgehassten Männer in Jericho gewesen sein. Also ein Typ, wie ich ihn bestimmt nicht leiden mag. Und dass gerade so einer dann klein ist und auf einen Baum steigt, wie ein Kind, macht die Szene wirklich skurril und ihn erbarmungswürdig und lächerlich. Und da hockt er nun in luftiger Höhe, hat sich selbst auf ein Podest gestellt und merkt jetzt, dass es nicht alles ist und dass es nicht einfach ist, da wieder rauszukommen bzw. runterzukommen und dass die anderen ihn nicht dabei haben wollen. Jesus scheint in seinem Verhalten aber so etwas wie eine verschämte Sehnsucht zu sehen, dass er ja umkehren will, etwas ändern will, das wahre Leben haben will. Und Jesus findet ihn überhaupt nicht lächerlich. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren, sagt er zu ihm. Steig runter vom Baum. Komm runter von deiner selbstverschuldeten Isolation. Komm runter und zurück in die Gemeinschaft mit mir, Gott und den anderen. Ich muss bei dir einkehren. Bedeutet nicht, dass Jesus eine Herberge braucht, sondern dass Zachäus etwas braucht. Ich mag deshalb diese Geschichte so gerne, weil es nicht Voraussetzung ist, dass Zachäus erst einmal umkehrt, Buße tut, sondern es ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die wir in Jesus sehen, die die Veränderung bewirkt. Eine Veränderung, die Zachäus dazu bringt, dass er das zurückgibt, was er erpresst hat, und versucht wieder in Ordnung zu bringen, was er da gemacht hat. Zachäus ist für mich eine Hoffnungsfigur, weil er etwas verloren hat, aber auch eine Sehnsucht hatte. Weil Gott ihn nicht verloren gibt, wo andere ihn verloren geben. Weil nicht alles beim Alten bleiben muss. Und weil Gott einen Ausstieg kennt, beziehungsweise einen Abstieg für uns, auch in verworrenen Situationen. Und er uns wieder auf den Boden stellt mit beiden Füßen.